Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Heute bekam ich Post. Ich habe von Thomas ein Meisterwerk der Technik überlassen bekommen und ich soll das mal testen in einer Lok. Das ist ein Antrieb für eine V100 bzw. V212 und das werde ich gerne machen. Ich werde dazu diese Lok, es ist eine V100, da werde ich jetzt den Motor ausbauen. Das ist ja hier der 5-Pol-Hochleistungsmotor. Der kommt komplett heraus. Und wie ihr seht, hat ja diese Lok auch schon Sound. Und da werde ich jetzt im Prinzip diese Antriebseinheit einbauen, um dann mal die Fahreigenschaften zu kontrollieren. Also so wie die Sache aussieht, denke ich mal, ist das eine hervorragende Sache. Um das Ganze auszubauen, zerlegt man als erstes mal hier diese Mitnehmereinheit. So, das ist ja dieses Drehgestell. Das leidet ja hier immer etwas unter Zahnradproblemen. Das habe ich ja schon bei der 212 der blauen gezeigt. Dann nimmt man die vordere Befestigungsschraube des Antriebs oder der Antriebseinheit heraus, was auch noch raus muss, ist dieses H, nenne ich es immer. Das ist die Übertragung des Ganzen. Und dann habe ich hier an der unteren Seite nochmal eine Befestigungsschraube. Die löse ich ebenfalls und nehme sie heraus. Und jetzt kann ich den Motor abnehmen. Ich habe halt hier jetzt noch die zwei Kabel eingesetzt. Die löte ich einfach ab und nachher wieder an. Das geht am schnellsten über diese Schiene. Natürlich kommen auch die zwei Motoranschlüsse weg. Und schon ist die Einheit ausgebaut. Da war mal ein großer Scheibenkollektor drin. Der kommt jetzt hier weg. Und ich werde jetzt dieses Wunderwerk der Technik hier einbringen. So natürlich. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Fahrverhalten von dieser Antriebseinheit ist. Im Eifer des Gefechts habe ich doch tatsächlich diese Schraube übersehen. Jetzt ist die Einheit eingebaut und jetzt kann ich hier das Antriebsdrehgestell wieder einsetzen. Jetzt hier wieder drin. Jetzt kann ich das Ganze wieder anlöten. Thank you.
die zwei Motoranschlüsse. Dann wäre das Ganze soweit vorbereitet für mein Testgleis. Also das Ganze sieht sehr professionell und überwältigend aus. Dann setze ich das gute Stück mal auf mein Testgleis und schau mal, wie sich das Ganze bewegt. Die Lok steht jetzt auf dem Testgleis. Und jetzt schaut mal, wie schön diese Lok läuft. Das ist wirklich eine Meisterleistung. Dieses Getriebe verleiht der Lok einen flüsternden Bewegungsverlauf. Also da hört man einfach gar nichts. So hört sich das Original an. Und da ist auch ein 5-Pol-Motor drin. Also der absolute Wahnsinn. Ja, ich bin sehr stolz, dieses als mein Besitz anzuzeigen und werde jetzt das Gehäuse aufsetzen und dann wird die Lok unten bei mir fahren. Da traue ich mich ja eigentlich gar nicht, den Sound einzuschalten. Aber ich muss halt sagen, da höre ich wirklich den Sound. Das wollte ich euch zeigen. Diese Lok wird jetzt doch einen großen Einsatzplan haben, da ich verschiedene Wagengarnituren habe, wo diese Lok perfekt davor passt, sei es Umbauwagen oder auch etwas mit Gütern oder Bauzug oder ähnliches. Also diese Lok hat für die nächsten Jahre ihr Pensum schon in Vorbereitung. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Umbauen dieser Motorgetriebeeinheit in diese doch etwas betagte V100. Und ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu können beim nächsten Video und verbleibe bis dahin euer Groovy 1960.